Hallo, einen schönen guten Tag, liebe Modellbahnfreunde. Nun habe ich die 41 1144-9 mit dem umgebauten Fahrwerk jetzt endlich das erste Mal fertig bekommen und nun soll eine Probefahrt stattfinden. Die Lok ist noch nicht komplett zugerüstet, da fehlen noch einige Teile. Das kommt erst noch später. Jetzt soll erst eine erste Testfahrt durchgeführt werden. Wie man schon hören kann, ist auch schon ein Henningzaun verbaut worden. Hier ist ein Cimo MX645 eingebaut und zwei Lautsprecher sind im Kessel auch verbaut. Das Fahrwerk wurde hier komplett umgebaut. Vom Roco-Fahrwerk wurden die Räder getauscht und durch Herrn Grele Räder eingebaut. Ich mache mal etwas größer, dann sieht man das. Ich glaube, man kann das schon sehen, dass die doch schon richtig gut stehen für die Lok und dass sich das doch ganz gut macht. Ja, nun soll einmal eine Probefahrt stattfinden, wie das Fahrverhalten ist und die Kurvenläufigkeit ist und durch die weichen Straßen durchfährt. Das will ich jetzt mal testen. Dann viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Ja, liebe Modellbahnfreunde, ich glaube, ihr habt das schon gesehen, dass sie doch schon sehr gut läuft. Und nun kann sie zu Ende bestückt werden, die Luftkessel noch angebaut werden. Jetzt fehlen vorne auch noch die Puffer noch. Das muss auch noch angebaut werden, das Lokpersonal noch rein. Und dann kann sie in den Lokdienst eingestellt werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche noch einen schönen guten Tag.